Ich bin Marco Roth von mxcoach.de und heute will ich euch zeigen, wie ihr günstig an eine Physiotherapeuten-Flatrate herankommt. Viel Spaß dabei! Erstes Tool für unsere Physiotherapeuten-Flatrate ist die sogenannte Massagewolle. Hier gibt es verschiedene Ausführungen. Es gibt lange und kurze Massagerollen. Auch Black Roll, wie der bekannteste Name von diesem Ding ist, aber ist ein reiner Firmenname, also Massagerolle, die offizielle Bezeichnung. Es gibt hier so kurze oder die langen. Dann gibt es hier verschiedene Härten. Die ist ein bisschen weicher, die ist ein bisschen härter. Je nachdem, ist ein bisschen Geschmackssache. Am liebsten mag ich die kleine Rolle. Man kann sie super überall hin mitnehmen, ist super praktisch und die Übungen kann man eigentlich alle Übungen mitmachen. Kostet irgendwo zwischen 10 und 30 Euro, je nachdem was man ausgeben will. Man sollte so bestimmt im mittleren Preissegment sich etwas kaufen, dann hat man was Vernünftiges und das hebt wahrscheinlich die nächsten Jahre auf jeden Fall, wie gesagt. Einmal die Ausgabe und für immer den Physiotherapeuten zu Hause. Ich will euch jetzt mal kurz zwei Übungen zeigen, die man mit dem machen kann. Also es gibt unzählige Übungen, aber so die zwei wichtigsten, wo ich immer am meisten merke, wo ich immer am meisten brauche, ist einmal hier für den seitlichen Oberschenkelmuskel. Dazu einfach die Rolle hier unten reinschieben. Am Anfang ist es ganz gut, wenn man sich mit dem Fuß hier ein bisschen abstützt, um nicht zu viel Druck auf diesen seitlichen Oberschenkel zu bekommen. Und dann einfach hier abstützen und dann langsam mal ein Stück da reinfahren. Wenn ihr einen Punkt spürt, so einen angenehmen Schmerz muss das sein, also kein großer Schmerz. Wenn es zu groß ist, dann bitte hier ein bisschen das Gewicht rausnehmen, diesen Punkt einfach kurz halten. Genau, und dann einfach ein bisschen weiter und wieder kurz halten. Und dann geht es einfach den Oberschenkel entlang fahren, immer zu den Punkten eine Weile halten, circa 10, 20, 30 Sekunden und dann einfach weiterfahren bis zum nächsten Punkt. Dann entsprechend natürlich das Ganze auf der anderen Seite wiederholen. So. Dann haben wir die Seite gemacht. Ihr könnt natürlich die vorderen und komplett die hintere Seite genauso abrollen. Was ich noch ganz wichtig finde, ist der Piriformis-Muskel. Der sitzt hier in der Hüfte und ist eigentlich zuständig für die ganze Hüftbewegung. Also aufstehen, hinsitzen. Gerade wer lange sitzen muss, kriegt hier schnell Probleme und Verhärtungen. Beim Motocrossfahren ist die Belastung relativ hoch hier auf der Seite. Das ist auch dieser Muskel, wofür diesen Schmerz, wenn man diesen Schmerz hier runter hat, mitverantwortlich ist. Also wir müssen hier schauen, dass wir den locker kriegen, dass wir den frei kriegen, damit wir auch in der Hüfte beweglich bleiben. Und darum ist der wirklich wichtig, dass man den regelmäßig mitmacht. Der wird nämlich ganz gerne oft vergessen. Hier die Rolle so liegen erstmal. Mit dem Hintern drauf sitzen. Jetzt, dass wir hier auf die Seite kommen, den Fuß hier drüber legen, dann wird automatisch, kippen wir hier rauf auf den seitlichen Muskel hier und dann auch wieder mit der Hand abstützen und dann vorsichtig hier mal rüber gehen und den Punkt suchen. Ja, hier ist er. Kurz halten. Und ein Stück weiter. Genau. Und das Ganze natürlich dann dementsprechend hier auch wirklich auf der anderen Seite aufmachen. Wieder den Fuß drüber. Und dann geht es in die andere Richtung. Wichtig ist wirklich, lasst euch hier Zeit. Arbeitet mit dem Ding. Also nicht nur hier gerade drüber gehen, sondern wirklich auch die Seite nicht vergessen. Dass wir den hier an der Seite freikriegen. Werdet das, glaube ich, gleich spüren, wenn es noch nicht so oft gemacht hat. Macht es regelmäßig, am besten als Regenerationstag oder nach dem harten Rennen. Schaut, dass ihr wieder alles locker kriegt. Und probiert es aus. Und
Weiter geht's dann mit dem nächsten Tool im Teil 2.